Hallo, du Lieber, hallo, du Lieber. Hier ist die Paragraphen Silvia und ich möchte gleich mit einem Knaller ins neue Jahr starten und dir einen geschmeidigen Wechsel in 2022 wünschen, beziehungsweise dass der dir gelungen ist, und habe gleich eine Neujahrsüberraschung für dich. Und zwar ist mir ein neues Produkt eingefallen. Ich bin Neujahr mit einem Mandanten beim Walk and Talk unterwegs gewesen und danach haben wir dann noch hier ein paar Stündchen gesessen und am Ofen nochmal das nachgehalten, was wir in Bewegung schon herausgeholt haben an Herausforderungen, was der Mandant schon losgelassen hat an Beschwernissen, was schon zutage gekommen ist an verdeckten Mustern. Und also es war wirklich, wirklich großartig und es war ein wunder, wunder, wundervoller Jahresstart für mich und ich hoffe für den Mandanten auch. Nein, das war so. Und dann ist mir hinterher die Idee gekommen, er hat ja dann wie üblich die Hausaufgabe bekommen, davon eine schriftliche Datei zu fertigen mit seinen Erkenntnissen. Und als wir dann hier so am Ofen gesessen haben, also ich bin ja ganz fasziniert von meinem, je lockerer das ist, desto toller sind auch die Ergebnisse. Also wenn man überhaupt total voller Druck ist, dann kann man nicht zu sich selber finden und in seine Mitte und da nach den Lösungen forschen, die ja alle da sind, sondern je entspannter man ist und je weniger man Druck verspürt und die Energie vielleicht sogar wieder ein bisschen steigt oder man so entspannt ist, dass man die ganze Zeit gähnt, desto besser sind auch dann die Lösungen. Und mir ist jetzt die Idee gekommen, dass ich die Kernsätze, die der Mandant aufschreibt, mit einer Lieblingsmelodie, die er hat, unterlegt, quasi als Podcast aufnehme für ihn, die er dann getreu meinem Prinzip, Vorbereitung ist gut, Wiederholung ist besser, nee, beides braucht's, die er sich dann bis zur Vergasung wieder anhören kann. Ob er mit dem Hund geht, ob er mit dem Auto fährt, ob er schläft. Das Unterbewusstsein arbeitet ja auch im Schlaf. Also das ist die Idee für mein neues Produkt. Das heißt, ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, wenn ihr mir in den letzten 12 Monaten so gefolgt seid, ich biete zunehmend mehr Wert und immer weniger Leistungen an. Das heißt, die Produkte, wenn du sie bei mir buchst, steigen im Preis, weil das, was sie bewirken, wesentlich schneller geht, wesentlich tiefer geht. Und das Einzige, was bei uns im Leben zählt, ist im Grunde genommen die Zeit. Und wenn du so 2 Stunden mit mir wandern gehst und dann noch 2 Stunden mit mir am Ofen sitzt, und dafür dann zwar einen vierstelligen Betrag bezahlst, wenn du aber davon einen Podcast bekommst, der alles, was dich in den letzten 5 Jahren die Freude im Leben gekostet hat, was diese Bremse löst, dann denke ich, muss ich da am Preis, bevor ich ihn öffentlich mache, nochmal was arbeiten. Das ist mein Ausblick, meine Vision für dich, für 2022, mein neues Produkt. Wenn du interessiert bist, geh mit mir spazieren, sitz mit mir hier am Ofen. Es ist einfach magisch, was sich dann in deinem Leben tut und wie einfach Problemlösung heutzutage ist,
Das ist nicht mehr wie früher. Nur die Harten kommen in den Garten und das muss anstrengend sein. Nur dann ist das, dann wird es halten. Was für ein Mist. Wenn es mit Lachen, wir haben übrigens auch tierisch viel gelacht, wenn es mit Lachen und Liebe in dein Leben kommt, dann wird es bleiben, ohne Kampf und freiwillig, so wie mit den Menschen auch. Ich wünsche dir in diesem Sinne ein zauberhaftes 2022 und ich hoffe sehr, dass wir uns sehen. Und wir sehen uns. Je besser mein Service wird, immer seltener. Das ist eigentlich schade, aber im Sinne von Effektivität und Effizienz und einem guten Service für die Mandanten ist es, glaube ich, genau das Richtige. Deine Paragraphen, Sylvia, wünscht dir von Herzen alles Gute und umarmt dich virenfrei.